das euch. Egal. Perfekt. Werden sich auch lieben. Danke. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen lieben Gästen einen wunderschönen guten Tag. Das ist der Kunstis After Dark Podcast. An alle Leute, die das jetzt hier im Klassenraum sehen. Und auf YouTube, wie auch immer. Und ja, ich bin heute hier mit ein paar ganz vielen wundervollen Menschen unterwegs, mit denen ich täglich mein Leben teile. Mein Beileid. It is what it is, I guess. Ja, ich fange einfach mit meiner Linken an. Lena, das bist du für mich, weil ich bei euch gespiegelt bin. Hi. Lena, was machst du so? Ich studiere Englisch und Chemie auf Gymnasiallehramt. Ja. In dem Sinne auch nochmal mein Beileid. Sam? Hallo! Schön, dass du da bist. Danke, tolle Haare. Danke. Danke. Wenn's fertig ist. Es ist. Fuck off. ja, dann. Da, ich hau mir ganz mit dem Mikro. Da unten, Jesper. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit einräumen konntest. Gerne zwischen doch. Dem alltäglichen zu Hause bleiben. Genau. Ja, Leo, genau unter mir. Hallo Leo. Hey ho. Was machst du so? Ich mache ein duales Studium. Ich lerne Chemiemechanikerin und studiere Produktionstechnik demnächst bald irgendwann. Klingt als jetzt in Zukunft. Das ist nicht schlecht, würde ich so behaupten. und Tom, hi. Jo, moin. Was machst du momentan? Studiere Biologie in Hamburg. Okay, cool. Dann möchte ich mal, dass jetzt alle ehrlich sind und sagen, wer von euch musste alles Inklusion googeln? Müssen, nein. Also müssen, ja, tun, nein. Getan, nein. Okay, ich sehe schon, ihr habt euch sehr mit dem Thema beschäftigt. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr doch so spontan mitmachen könnt, nachdem ich... was haltet ihr von Inklusion? Wir können ja gleich mit der wahrscheinlich... die Person, die sich am meisten damit auseinandergesetzt hat, mit der können wir ja gerne anfangen, Lena. Inklusion, what is that? Can you explain for me, please? Also im Allgemeinen oder im Kontext Schule oder Kindergarten? Wir können ja wirklich auf den Kontext, ich meine, das Gebiet, auf dem wir uns befinden, ist ja eigentlich Grundschule. Darum geht's im Thema. Aber du kannst auch gerne so allgemein, hattest du ein Praktikum in der Grundschule gemacht gehabt? Ja, sogar an der inklusiven Grundschule. Also perfekt. Ich war sogar bei denen in deren Inklusionsunterricht quasi. Die haben so einen extra Förderunterricht gehabt noch. Da war ich aber nur einen Tag ansonsten. Oh, okay. Wir haben einen Profi hier. War nicht so mein Schwerpunkt. Aber nee, Inklusion ist halt das, was man macht für Leute mit geistiger und körperlicher Behinderung, damit als Eingliederung in unsere Gesellschaft, damit sich keine Randgesellschaft bildet oder keine quasi, die als Blase außerhalb unserer Gesellschaft leben. Eine Minderheit, danke schön, das ist das Wort. Und vor allem in Grundschulen und bei jüngeren Kindern ist das halt vor allem für soziale Fähigkeiten wichtig, dass man die inklusiv irgendwie einbindet mit in den Unterricht, auch mit anderen Kindern. Das war wahrscheinlich die gebildetste Antwort, die ich bis jetzt nicht von den meisten erwarte. No front an der Stelle, aber you got on the front. Sam, was sagt Google? Genau, das Lena gesagt hat. Das hat sie, ich glaube, sie hat jetzt einfach abgelesen, to be honest. So, das war ein bisschen... Meinst du, hast nein. Lena ist so Hermine, die hat einfach die Schulbücher auswendig gelernt. Ehrlich so. Ja, Sam, was machst du denn eigentlich, Sam? Ja, ich arbeite nur eins und habe in einer Rösterei, also in einer eigenen Rösterei. Guck mal, jetzt gute Kaffee. Sie, ist sie gleich schlecht drauf, I don't understand. Ja, zuerst nicht fragen, aber dann, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann wird gefragt, ne? So, willst du jetzt die Definition von Inklusion vorlesen? Am besten in der Rotom-Stimme, bitte. Ich hab's nicht offen. Ich hab mir das angeguckt, als ich gefragt wurde. Jesper, hau raus. Ich hab's auch nicht offen, okay? Wow. Jetzt, du liest die Hausaufgaben vor. Ich hab's nicht, hätte du euch gesagt nicht. Legit gesagt, ihr braucht euch nicht vorbereiten, wir talken einfach. Das war ja auch die Idee. Was verstehst du unter Inklusion? Also was verstehst du? Was würdest du unter dem Begriff verstehen, Sam?
Wenn du jetzt an Inklusion denkst, meintest ja, du hast es ja immer so, bist immer überflogen. Was wäre für so einen normalen Menschen, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, was wäre so der Hintergedanke, wenn du Inklusion hast? Ja, es ist ja, gibt es das Wort inkludieren? Das ist ein Wort. Also es klingt ja so einbeziehen. So, irgendwas wird einbezogen. Mhm. Right? To include, right? Also aus dem Englischen. Yes. Und weil du ja auch meintest mit Schwerpunkt Grundschule, dachte ich mir schon, was sowas in die Richtung. War nur halt verunsichert, because anxiety. Und ja, war halt sehr verwirrt zuerst, dass so random ass so die Gruppe aufgemacht von jo, lass einen Podcast machen. aber down, ich finde das Thema echt interessant. Ich war auch auf einer Schule, wo es Inklusionsklassen gab. Tom war ja in einer. Genau, ich in der nicht. Schule. Ich auch sehr in der gleichen Schule. Wir hatten ein super großes Gebäude, wo Tom auch drin war. Beziehungsweise, er war schon kein nur verbunden damit, aber wir waren so andere Seite vom Schulhof, ein eigenes Gebäude. Und hatten noch eine Inklusionsklasse unter uns, die war, ich glaube, die waren ein oder zwei Stufen über uns. Also habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ich habe halt Stories mitbekommen, vor allem, dass auch die eine sich wohl die Hosen runtergezogen hat. Und keiner hat irgendwas gesagt und keiner hat einen Lehrer geholt. Ich habe zwar damals, ich war mad, weil so, yo, what the fuck? Weil keiner was gemacht hat? Weil keiner was gesagt hat. Also die haben halt da gestanden und gelacht. Und weil sie wurde animiert dazu, das zu machen von anderen Schülern. Mhm, okay. Und ich war so, yo, why? Sie kann da nichts für. Sie weiß nicht, was sie da macht. Und finde das, ja, ich glaube, die war auch dann im Nachhinein halt super verwirrt und beschämt davon, weil alle ja gelacht haben. Mhm. War nicht so cool, muss ich sagen. Es ist ja eine aber, Ausnutzung einer behinderten Person, die das nicht besser wusste. Exactly, ja. Ja, genau. Da war ich aber auch ein bisschen verwirrt, dass absolut kein Lehrer in der Nähe war, der das direkt eben mitbekommen hat, weil ich denke mal, das war schon eine große Ansammlung an Schülern. Aber ansonsten habe ich halt nicht so viel mitbekommen. Aber Jasper, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht? Hast du irgendwelche, zum Beispiel auf Betrieb, wie ist das so? Du bist ja jetzt, was machst du? Du machst eine handwerkliche Ausbildung? Genau, Zimmermann. Ja, und ist da irgendwie, habt ihr persönlich auf Arbeit irgendwie behinderte Leute, die dort arbeiten? Oder ist das eher so ein... Nö, haben wir eigentlich nicht so. Wir sind ja nur 3 Leute im Betrieb. Aber auch in der Klasse ist jetzt keiner behindert. Also nö, nicht wirklich, nein. Und auf deinem jetzigen Lebensweg, hast du da irgendwie große oder, wie sagt man das am besten, Situationen gehabt, an die du dich jetzt auch sehr gut erinnern kannst, irgendwie mit behinderten Menschen, Leuten, Inklusionspeople? Well, ich hatte ganz viele Leute mit Asperger und so in meiner Schule. Und da wurde offiziell laut der Schule Inklusion großgeschrieben, aber in der Realität nicht gut umgesetzt. Also es gab da schon häufiger mal, ja, keine Ahnung, schon mal Mobbing im größeren Raum, aber auch mal so Schlägereien oder halt physisches Mobben. Der eine Typ zum Beispiel mal im Keller zusammengeschlagen wurde oder so. Aber da, ich habe selber wenig mitgekriegt, weil das war so in der Parallelklasse. Okay. Also selber nicht direkt alle. Genau, aber man kriegt die ganzen Geschichten mit. Ja, understandable. Ja, Leo? Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Gibt es einen Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Ich glaube, Integration bezieht sich eher auf, geht das nicht eher auf ausländische Herkunft? Und ja, Migranten hatte ich auch im Kopf, aber es sind so ähnliche Wörter, die quasi dasselbe bewirken. Üblicherweise mehr auf kulturelle Unterschiede dann bezogen. Ganz kurz was nachgucken. Ich lasse dich ganz kurz was nachgucken. In dem Moment, ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass das eine wird eher mehr so ein fachlicher Begriff sein für andere Kulturen, ausländische Kulturen. Und Inklusion ist ein Begriff für behinderte Menschen, beziehungsweise Einbinden von behinderten Menschen auf geistlicher oder körperlicher Ebene in den Alltag, ins normale Leben, basically. Wobei ich tatsächlich auch sehr lange dachte, also ich
war ja in so einer Inklusionsklasse in der Grundschule und die wurde halt immer von allen auch immer nur I-Klasse genannt, entsprechend als Abkürzung. Und ich dachte bis vor wenigen Jahren, dass das tatsächlich Integrationsklasse hieß. Ah, okay, okay. Also ich hab... Warte, wofür stand sonst? Inklusion. So. Genau. Oh, ja. Ich verstehe. Also ich meine, wie man das ja, ja. Inkludieren, integrieren, also ja, ich, die Wörter ist, geben sich eigentlich nicht so viel. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich glaube, wenn du es auch so benutzen würdest, würde dir auch niemand den Kopf abreißen, ist halt das Ding, ne? Direkt Knast. Das ist schon mal schön. Todesstrafe. In Amerika gibt es darauf eine Todesstrafe. Ab mit dem Kopf. In Nordkorea, Bro, du wärst dead. Probably. Probably. nee. Ja, perfekt. Leo, hat es dir eine Frage geklärt? Ja, genau. Ich kann dir erzählen von wo ich irgendwie Kontakte damit hatte. In meiner Kirche zum Beispiel haben wir einen, der eine geistige Behinderung hat. Wir haben einige adoptierte behinderte Kinder. Das ist irgendwie ganz, ganz sweet. Oh, oh cool. Genau, der eine ist 30 und den kennen alle dann schon und man weiß ein bisschen, was der für Ticks hat. Das ist eigentlich recht sweet. Die einen haben vor ein paar Jahren ein Baby mit Down-Syndrom adoptiert. Mhm. Und es ist krass, wie sich das entwickelt in einem positiven Umfeld. Also, weiß nicht. Das Kind war, die Mutter wollte das nicht haben, weil es ein Down-Syndrom hat. Und die jetzige Mutter hat in dem Krankenhaus gearbeitet und hat halt das Baby so Körperwärme gegeben, was sie zu Anfang viel brauchen. Und hat dann irgendwie eine emotionale Bindung aufgebaut, dass sie es dann adoptieren wollte, was sie gemacht haben. Und Anfang hat das halt irgendwie viele Probleme gehabt. Der Körper war total starr und hat sich wenig bewegt. Und mit der Zeit, wo es halt irgendwie Liebe, Zuneigung und Förderung und so erhalten hat, hat sich das viel, viel positiver entwickelt, als die Ärzte von Anfang an vorhergesagt haben. Das ist wirklich cool. Man sieht aber auch, dass vor allen Dingen, sobald man emotionale Bindung zu so einem Kind aufbaut, das ist vollkommen egal. Man muss ja wirklich nur den Menschen eine Chance geben. Es hat ja nichts damit zu tun, wie sie aussehen, was ihre Fähigkeiten sind. Man muss ja, die Chance ist am wichtigsten. Darum geht es ja in der Inklusion, dass man keine Vorurteile hegt, ja. Denen die Möglichkeit bietet, sich zu beweisen. Aber ich finde, es gibt einen relativ großen Unterschied zwischen geistiger und physischer Behinderung. Weil 100%ig, doch. Mit einem Geistigen kann man sich weniger gut irgendwie unterhalten und andocken. Ich kannte einen auf einer Freizeit, der hat eine große physische Behinderung, er saß im Rollstuhl und hat einen sehr nicht normal geformt oder nicht durchschnittlich geformten Körper. Aber war ein super cooler Typ, also super lustig und ja. Gesellig. Ja, das war ziemlich cool. Okay, perfekt. Ja, Tom, du hast ja schon angesprochen, du warst in deiner Inklusionsklasse. Das war die Grundschule, ne? Meinten wir? Genau. Passenderweise zum Thema. Was sind da so die Erfahrungen, die du gemacht hast? Vor allem, wie wurde das da umgesetzt? Woher kam das Wort Inklusion her? Also das Konzept, es war eine Klasse, glaube ich, auch nur pro Jahrgang. Mhm. Und wir waren insgesamt 19 Schüler, glaube ich, in der Klasse. Mal mehr, mal weniger, aber so das kommt. Tom, das war's von Tom. Hörst du uns, Tom? Wahrscheinlich hört er uns. Ja. Nicht. Ja. Oh, jetzt bist du nochmal. Kannst du noch mal ganz kurz den Satz neu anfangen? Selbstverständlich. genau, also ich war... Nochmal von vorne. Genau, also in der Klasse waren wir so 19, denke ich mal, und hatten darunter... Wenn ich mich richtig erinnere, 5 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Genau, das war genau teilweise physische Behinderung, teilweise geistige Beeinträchtigung, aber auch zum Beispiel ein Junge, der einfach eine sehr traumatische Kindheit hatte. Genau, und ein Mädchen mit Aggressionsproblemen. Genau, und das war dementsprechend ja eigentlich ein relativ großer Anteil der Klasse. Mhm. Also ja schon irgendwie ein Viertel oder mehr. Und es wurde
wie ich finde, ganz gut umgesetzt. Also es hat mich jetzt in keinster Weise irgendwie gestört. Ich fand das angenehm, das waren nette Leute. Aber sie haben eben auch tatsächlich mit relativ viel Aufwand das Ganze betrieben, würde ich mal sagen. Also wir hatten immer zwei, eigentlich immer drei Lehrer durchgehend in der Klasse. Was zu erwarten ist, ne? Genau, was zu erwarten ist und was dann aber entsprechend auch nötig ist. Weil, gerade wenn da dann noch irgendwie Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivität dabei sind, müssen die manchmal einfach ein bisschen mehr von einer Person direkt angesprochen werden oder man geht mal mit denen raus kurz. Wir hatten auch so ein, so irgendwie, ich glaube, so ein typische 60er, 70er Jahre Anbau an so einer Schule. Da ist an so einem Klassenraum ist dann ja häufig noch so ein kleiner Raum mit bei, so eine Küche oder sowas. Vorbereitungsraum oder whatever. Das genau, hatten wir auch. Und der wurde auch sehr viel genutzt, entsprechend. Also in einigen Fächern, gerade später in Mathe, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Schüler dann entsprechend auch irgendwie Einzelunterricht oder in kleineren Gruppen. Oh, cool. Wurde das dann aufgeteilt. Das haben sie ziemlich flexibel geregelt und genau, es waren einfach immer entsprechend genug Pädagogen anwesend, dass das zumindest vom Lernen her, so wie ich es beurteilen kann, sehr gut funktioniert hat. Ich finde das sehr interessant, weil man hört jetzt so zwei verschiedene Seiten der Story von Jesper und von Tom, so die Ideen dahinter, dass bei Jesper zum Beispiel Inklusion eigentlich groß geschrieben wurde, aber nicht wirklich ausgeführt wurde. Ich finde, das ist ein sehr deutsches Problem tatsächlich, weil Deutschland gerne sagt, so, das ist ja dasselbe, was wir jetzt momentan mit den Lockdowns haben. Wir alle sagen, wir brauchen die Medialisierung, aber wirklich als passieren tut nichts. Deutschland hat ein großes Problem damit, Sachen, die sie ankündigen, vor allen Dingen für Schulen. Ich finde, das Schulsystem ist wird da sehr hinten vorgelassen. Außen vorgelassen. Ja. Das ist ein gutes Wort. Deutschland hat Clickbait einfach. Ja, Deutschland ist legit. Deutsche Schulsystem. Das ist ein sehr gutes Wort tatsächlich. Nein, aber Deutschland ist wirklich so ein Land, das sagt, vor allen Dingen bei Schulthemen, wir müssen, wollen das und das verbessern und wirklich passieren oder die Gelder dazu einführen. Nicht wirklich. Ich meine, schau dir an, wie unglaublich schwer es ganze Schulen hatten, eine gute medialisierte Lösung zu finden jetzt in den Lockdowns, wo Schüler ins Homeschooling gegangen sind. Ich meine, die Schulen haben damit natürlich auch ein Problem, aber auch der Staat hilft da nicht wirklich mit, muss man dazu sagen. Also es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, die sagen was an und rudern einfach gegen. Das ist so ein bisschen das, wie es den Leuten, glaube ich, wie es mir vorkommt. Sie behindern tatsächlich häufig eher. Also ja. Es wird ja sogar teilweise irgendwie verboten, dass man eigene Geräte oder eigene Luftfilteranlage oder sowas benutzt, irgendwie aus versicherungstechnischen Gründen dann. Mhm. Es ist den Schulen verboten, sich selber Sachen zu kaufen. Und das ist das große Problem, was du in Deutschland halt siehst. Dieses ganze Bürokratische steht dem Ganzen halt wirklich im Weg. Du kannst nichts schnell und einfach machen, weil so funktioniert Deutschland nun einfach mal nicht. Es ist ein tolles Land, wir haben keine Kriege, jedenfalls nichts Direktes hier. Und ich meine, wir leben sehr sicher, aber wenn es um Förderung von sowas geht oder einfach Quality of Life Changes, die halt nicht so wirklich schwer auszuführen wären, wir stehen ganz schön hinten an, was das angeht, meiner Meinung nach. Sieht man ja auch im Internetnetz in Deutschland. Müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, wir alle können uns darüber einig sein, wie dreckig das ist. Vor allem du. Yes. Perfekt. Dann würde ich mal die Meinungsrunde da so mal wegnehmen. Und Lena, dich nochmal fragen. Du hattest ja erwähnt, dass du da schon zum Thema ausgearbeitet hast oder so, ne? Richtig? Ich hatte zwei Seminare. Also das eine ging so ein bisschen, da war Inklusion so ein Nebenthema, das war so ein Einführungsseminar in Pädagogik und dann hatte ich eins zu Medien und Inklusion. Also da war wirklich das ganze Seminar zu dem Thema. Wie lange ging das? Also wie lange geht so ein Seminar? Ein Semester lang, also vier Monate ungefähr, also 10 Wochen. Aber das war ein Blog-Seminar. Also wir haben uns in größeren Abständen immer getroffen und dann so mehrere Stunden am Stück. Und haben zum Beispiel am Anfang die UN-Behindertenrechtskonvention angeguckt, unter anderem. Und ja. Ich meine, ich finde, es macht auch Sinn, dass jetzt Gott sei Dank die zukünftigen Lehrer sich dem Thema annehmen. Ich bin gespannt, wie sich dann
unsere Generation in der Welt ausbreiten wird. Weil ich finde, wir sind schon sehr anders als die Generation, die jetzt momentan irgendwie am Steuer ist. Ich finde, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Ich finde, darüber kann man drauf eingehen. Und ich finde, dass unsere Generation ein ganzes Stück offener ist, was solche Themen angeht. Vor allen Dingen so Themen wie Inklusion oder auch Rassismus und so weiter und so fort. Es wird halt eindeutig nicht mehr enger gesehen. Aber wir sind auch in der Generation leider, die trotzdem sehr auf die Cancel Culture eingeht, dass wir alles Mögliche einfach canceln, wenn es nicht rahmenkonform ist. Zumindest, wenn es nicht direkt so erscheint, ja. Auch wenn sich häufig herausstellt, dass es dann gar nicht so ist. Ein bisschen voreilig vielleicht. Vielleicht sind wir ein bisschen zu übersensibel, was das angeht. Weil unsere Eltern ist halt, also nicht Eltern, okay, ich will jetzt nicht alle Eltern, aber die Generation, der Großteil, eher so ist. Ja, passt schon. Ja, perfekt. Habt ihr noch irgendwelche Erfahrungen? Also ich meine, Tom, du warst jetzt nur in der Grundschule da, right? Genau. Und ich meine, ich würde da gerne nochmal draus ausbreiten. Du meintest, dass da drei Lehrer drin waren. Waren die specially trained? Weißt du da was von? Oder waren das nur drei Lehrer, basically? Meistens, also es war so ein bisschen wechselnd, je nachdem, wer gerade zur Verfügung stand. Aber es war, naja, üblicherweise ein oder zwei klassische Grundschullehrer. Ich weiß nicht, welche Fortbildung die jetzt irgendwie genossen haben. Mhm. Und dann aber eine Frau jetzt, die immer anwesend war eigentlich, und die war explizit Pädagogin, auch keine Lehrerin. Wahrscheinlich so Sonderpädagogin. Genau. Dann hatten wir einige, also ein paar auf der Schule auf jeden Fall bei uns. Also genau, da hatten wir auch ein, zwei, aber mindestens eine davon war immer da, plus entsprechende Lehrer. Ja. Das hört sich nicht schlecht an. Ich finde das gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber meine Mutter ist ja Lehrerin an der Förderschule. Und arbeitet halt den ganzen Tag mit einer kompletten Klasse von behinderten Kindern, sowohl geistig als auch körperlich. Und auch Klassen gibt es ja nicht, die sind ja nur in Jahren, theoretisch. Und die Klassen sind auch sehr altersübergreifend und nicht halt immer nur ein wie man einen typischen Jahrgang halt beschreiben würde. Haben halt teilweise verschiedene Schwerpunkte in den Klassen, die dann halt da mehr gefördert werden. Aber das Thema Förderschulen finde ich interessant. Findet ihr das besser, wenn es dedizierte Förderschulen geben würde? Oder wenn man schon, vor allen Dingen in der Grundschule, wo sich, glaube ich, viele Meinungen bilden und man sich viel in den Kopf setzt, wo man Kindern noch viel beibringen kann, dass sie fürs spätere Leben behalten, dass es gut wäre, wenn man die Inklusion vor allen Dingen in Grundschulen halt vergrößern würde, auch Kindergärten, meiner Meinung nach. Um den Kindern schon früh zu zeigen, yo, das ist jetzt Inklusionsjunge, der braucht Special Hilfe in manchen Sachen, aber er ist kein schlechter Mensch. Und finde ich das besser, wenn es halt Förderschulen geben würde oder Förderkindergärten oder wenn es wirklich, wenn Inklusion auch breiträumiger in normalen Schulen so vertreten werden würde? Das ist eine schwierige Frage. Vor allem, also ich habe, meine persönliche Erfahrung ist, dass es an vielen Schulen so ist, dass wenn einfach das Personal fehlt, also Deutschland hat ja generell einen ziemlich großen Lehrermangel, aber vor allem auch, was dann so Sozial- und Sonderpädagogen angeht, dass viele Schulen halt das Problem haben, wenn sie Kinder, die besondere Förderung brauchen, in den Klassen haben, denen das meistens einfach nicht geben können, weil die halt einen Grundschullehrer pro Klasse haben und mehr Leute gibt es halt einfach nicht, dass es dann also ist, dass diese Kinder häufig dann auf eine Förderschule geschickt werden. Das Problem ist aber halt nicht, dass sie unbedingt dahin müssen. Das Problem ist eher die Infrastruktur der Schule, was da halt fehlt. Also man müsste das Problem, ich weiß es nicht daran, ob die Kinder jetzt, ob die das auf der normalen Schule schaffen könnten oder nicht, auch vom Lernstand her, sondern einfach, dass meistens einfach das Personal fehlt. Deswegen ist eine schwierige Frage zu beantworten. Ja, ich hätte jetzt auch eine Voraussetzung, dass halt genügend geschultes Personal vorhanden ist, so wie bei Tom jetzt zum Beispiel, dass immer jemand da ist, der irgendwie eingreifen kann und das Kind beruhigen kann oder einfach extra Hilfe geben kann, dann finde ich es auf jeden Fall gut, vor allem, weil dann die Kinder auch merken, jo, die sind eigentlich ganz cool, die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und an sich ist es halt wie du und ich, ist die Person wie du und ich, und dann entsteht dieses Problem im Alter auch gar nicht erst, dass
behindert dann als Schimpfwort benutzt ja. wird. Die das genau, Sozialkompetenzen für beide Seiten. Genau, es geht um Sozialkompetenzen für beide Seiten. Genau, es geht einfach ein bisschen darum, dass hier Berührungspunkte zu beiden Seiten geschaffen werden. Mhm. Und genau, das hat mir sicherlich auch eher gut getan als schlecht. Also. Ja, ich bin überrascht, also weil du meinst, erstmal bin ich überrascht, dass du wirklich sagst, dass da drei Leute drin waren, weil ich finde, das ist wirklich ein Idealfall, den ich, glaube ich, ne, also du siehst ja bei Jasper ist ja genau umgedreht gewesen, dass da nichts geht. Das ist gefühlt groß rausstand, aber nichts drin war. Aber auch Mittelstufe, möchte ich dazu sagen. Ja, also, denke ich jetzt nochmal anders. Anders dann. Aber ich finde das interessanter Tag, weil ich finde erstmal super, dass da drei Leute wirklich zur Verfügung gestellt werden können und wurden, weil, um darauf auszuführen dann, es ist ja super, dass du dann auch nicht in deinem Lernfluss gestört wurdest oder sagst, du konntest deine Grundschule so ganz normal leben, es hat dich nicht gestört und nimmst ja gleich natürlich dazu noch mit, dass Inklusionskinder, behinderte Kinder in geistig und körperlicher Ebene ja auch komplett normale Menschen sein können. Beziehungsweise, ich mag den Term normal allgemein in so einem Thema nicht, weil was ist normal? Wir sind nicht normal, das wissen wir alle. Wir sind abgedrehte und nein, ich finde, dass man diese Norm einfach aus dem Fenster wirft und die da schon die Barriere durchbricht. Was ist die Norm? Warum gibt es eine Norm? Warum muss das eine Norm sein? Right? Dass man seinen Horizont einfach schon ausbreitet von Anfang an. Und gerade die Grundschule, Kindergarten, finde ich, das ist einfach ein wichtiger Teil, wo das am besten schon mitgegeben werden kann. Ja, vor allem, wenn das jetzt Normalität ist, dass es so viele Inklusions- oder immer eine Inklusionsklasse gibt, pro Jahrgang zum Beispiel, dann ist das ja für die Klasse selber auch normal. So, dann sind die so, wait, ihr habt nicht irgendwie immer drei Lehrer anwesend und noch Kinder, die mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. So, das ist ja, weiß ich, Tom, war das bei dir so, dass du dann mit anderen irgendwann später darüber geredet hast und du warst so, yo, das war bei euch jetzt nicht so? Ja, ich glaube schon. Also, tatsächlich war ich mit auch vielen meiner, nicht vielen, aber zumindest auch einigen meiner so Kindergartenfreunde dann auch in einer Grundschulklasse. Mhm. Und habe tatsächlich dann auch, ich glaube, erst in der weiterführenden Schule gemerkt, dass es nicht üblich ist, durchgehend mehrere Lehrer im Klassenraum zu haben. Es war halt bei mir auch, also ich hatte ja selber jetzt keine Kinder mit irgendwelchen Einschränkungen in meiner Klasse. Wir hatten Leute, die ein bisschen vom Lernstand her ein bisschen länger gebraucht haben und hatten auch immer häufig eine Pädagogin noch da, die dann wir hatten auch einen extra Raum. Ist nicht so wie bei Tom, dass es das alte Gebäude war, sondern ein extra Raum auf der Seite des Flures. Und da haben die in kleinen Gruppen dann extra Aufgaben gehabt und nochmal den Stoff vertieft, den wir gerade machen oder gerade hatten. Also war das für mich auch recht normal, dass immer mehrere Leute anwesend waren. Jetzt nicht so wie bei Tom natürlich, aber... Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also ich war auf einer Dorfgrundschule und alleine mich überrascht es immer wieder, wenn Leute sagen, dass weniger als 20 Leute in ihrer Grundschulklasse waren, weil wir waren 32. Ja, wahrscheinlich gefühlt nur zwei Klassen oder so, ne? Oder? War eine eingleisige Grundschule. Also okay. Es gab ab und an mal zwei Klassen, wenn es wirklich viele sind. Ja. Und inzwischen, weil halt mehrere Leute auf dem Dorf wohnen, ist es, glaube ich, grundsätzlich zweigleisig. Ja, aber zu meiner Zeit war es eine eingleisige Grundschule und wir waren halt 32 Kinder in einer Klasse. Mhm. Das verkompliziert das Ganze dann nochmal ein bisschen, weil du brauchst dann sicher für 32 Kinder generell mehr als einen Lehrer. Und wenn du dann noch Kinder hast, die irgendwie besondere Aufmerksamkeit brauchen, dann hast du halt als Lehrer einfach komplett verkackt. Also heutzutage ist es nicht mehr erlaubt, mehr als, ich glaube, die Grenze ist 24 oder 25 für Grundschulklassen. Du darfst nicht mehr als 24 oder 25 Kinder in der Grundschulklasse haben, zumindest in Hamburg nicht. Das ist inzwischen schulgesetzlich so festgelegt. Schön. Ja, perfekt. Ich wollte mal auch nochmal auf dich eingehen, Jasper, ganz kurz noch. Du meintest ja, dass da vor allen Dingen dass da Hand angelegt wurde, um das doof auszudrücken. Teils, ja. Und ich glaube, in der Schülerschaft kriegen das wahrscheinlich eh nochmal mehr mit als die Lehrerschaft. Wird dir das wahrscheinlich gesagt, aber wie sehr die darauf eingehen, ist ja immer noch leider deren Sache. Und die können ja aber auch nicht viel machen. Also wenn die das anfangs nicht mitkriegen, was sollen Lehrer machen? Ich meine, wenn es halt im Keller passiert, da ist halt nicht immer ein Lehrer, weil wozu? Ja. Und ja, klar, die wurden halt suspendiert für so zwei Wochen, was für die halt zwei Wochen Urlaub ist. Ja, die wollten nicht zur Schule gehen. Ich meine, können jetzt die Schüler nicht schlagen oder so, das ist ganz klar. Es ist nur schade, dass wahrscheinlich in dem Zeitpunkt schon das Mindset da ist von diesen Leuten, so, yo, der ist anders,
Das heißt, ich habe jetzt ein Recht. Ich bin gar nicht, der ist anders, das heißt, ich bin besser. So. Und dieser Superiority-Komplex von den Leuten, so sagt ihn dann dazu, so, yo, ich will jetzt herausstechen, will jetzt irgendwie cool wirken den anderen gegenüber und deswegen verprügel ich jetzt einfach jemanden, der weniger kann, I guess. Habt ihr mich verstanden? Nee, einfach. Nee, kind of, du warst kurz weg, aber ja, einfach, dass halt ja auch sich superior einfach fühlen wollen und die yo, ja. Ich bin physisch einfach die überlegen und zeig das jetzt. Einfach weil es ein leichtes Ziel ist. So, die das war eher die Gruppe, die physisch überlegen war, aber ja. Ja, auch. Ja. Aber genau deswegen. Wenn so, yo, in der Gruppe sind wir halt stark, aber würden die alleine, die würden dann nichts machen. So. Also wahrscheinlich. Nö, ja, unwahrscheinlich, dass sie. Die gehen ja nur in der Gruppe da rein, weil sie in der Gruppe cool wirken wollen. Das ist ja das Ding. Normal würden die das nie machen. Beziehungsweise hätten die dann ja gar keinen Grund. Der Grund dafür ist ja wirklich, dass sie cool wirken wollen. Das ist ein so schlechter Grund. Leute, bitte. Nee, das ist bei denen sogar nicht der Fall, sondern es war einfach, ich glaube, bei denen gefühlt einfach so aus Langeweile und halt, um zu sagen, ey, ist ein Krankengeld. Also ja, und auch so ein bisschen so, ja, weil ich es halt kann ich auch zeigen, dass ich so Macht ausüben kann, aber es war nicht so, yo, ich muss cool sein und ich muss in die Gruppe gehören, sondern sie waren so, yo, ich mach das halt, weil ich Spaß dran habe. Ja. Vielleicht waren die auch immer unterfordert und waren so, yo. Oh ja, das auf jeden Fall. Ich bin zu gelangweilt, ich verprügel dich jetzt, Bro. Ja, das auf jeden Fall. Aber vor allem physikalisches Mobbing ist, glaube ich, ein großes physisch, Thema. Physisch. Jedes Mal, wenn jemand physikalisches Mobbing sagt, ich war gerade so. Wir mobben jetzt einen Physiker. Das ist das Thema, Kamerad. Das war jetzt aber auch nicht viel. Also primär war nur verbales Mobben. Fängt bei kleinen Sachen an, wie der eine Typ wurde immer Meloni genannt, weil sein Kopf halt aussah wie eine Melone. Er hatte so halt eine Melonenform, keine Ahnung. Er wurde halt immer Meloni genannt und er mochte das halt nicht, weil, ne, war halt doof. Ja. Aber ich glaube, es ging halt so weit, dass irgendwann auch die Lehrer ihn mitgenannt, weil die wussten das halt nicht, dass das Mobbing war, weil die waren halt so, yo, die nennen alles so, also darf ich ihn anscheinend auch so nennen, so. Und wahrscheinlich auch nicht die Connect-Ding, ne? So, Meloni. So, es wird dann irgendwann klar gemacht den Lehrern, so, also er hat dann mit der Pädagogin mal zu einer Schule gesprochen, wir hatten extra zwei Stück. Und dann war es so, okay, dann sollten wir vielleicht nicht mehr so nennen. Die Schüler haben es natürlich trotzdem weitergemacht. Ja. Aber die Lehrer zumindest nicht mehr. Ja, gerade in dem Alter ist es, glaube ich, sehr schwer, sowas einfach zu unterbinden. Das sind einfach zu, die werden dann halt zu frei. Und es ist ja dann auch schon. Die Lehrer in dem Zeitraum sind ja dann auch eher so wirklich einfach Lehrer. Ich finde, das war, wenn ich mir an meine Regionalschulzeit zurückdenke, ist es so, in der Grundschule hast du eine sehr enge Bindung zu deinen Lehrern. Dann hier so die 5., 6. Klasse war eher so ein, ja, das sind jetzt Lehrer. Ich habe jetzt so ein paar coole, aber ich muss die jetzt nicht mögen so. Die sind halt da, um mir was beizubringen. Und ich finde, erst wieder ab der Gymnasialklasse später ist mir dann aufgefallen, dass man doch wieder doch eine sehr gute Bindung zu den, vor allem auf persönlichem Level, zu den Lehrern aufbauen kann. Und ich finde, gerade in so einer Regionalschule muss man echt aufpassen. Weil ich finde, da passiert das eher am meisten, dass so Mobbing passiert und das nicht wirklich unterbunden werden kann. Weil, wie du gesagt hast, im Keller ist halt nicht immer einer. Das geht zu schnell. Ja. Und das ist allgemein, glaube ich, ein großes Problem an Schulen, was schwer ist zu unterbinden. Das ist Fakt. Wie du schon sagtest, liegt ja auch an Fachkräftenmangel und so. Das war bei uns auf der Gesamtschule nebenan genauso. Ich habe mindestens dreimal mitbekommen, dass Leute sich geprügelt haben oder halt auf jemanden clearly weaker als er geprügelt worden ist. Und das einmal musste ich Lehrer von meiner Schule, wir haben eine Zeit lang mit uns die Mensa geteilt, oder tun wir das eigentlich immer noch, ich weiß nicht. Und zwei Lehrer von meiner Schule standen da und haben sich unterhalten und überhaupt nicht darauf geachtet. Es waren überall Glastüren. Man hat es gesehen, wie in die Ecke gedrängt wurde und geschlagen wurde. Und ich musste die unterbrechen und darauf aufmerksam machen, dass da gerade jemand verprügelt wird in der Ecke am anderen Ende des Flures. Ja. Und die waren zuerst so ein bisschen mad, weil ich die halt unterbrochen habe. Ich war so, yo, der wird schon jetzt zusammengeschlagen, oder? Könnten sie einmal da eingreifen, so? Das ist 5. Klasse, nein, und der andere ist nicht. Ins Gebäude, da ist keine Aufsicht. Was? Aber nein, sie dürfen nicht ins Gebäude, da ist keine Aufsicht. Dazu nochmal so aus Lehrerperspektive. Generell bei so Prügeleien muss man als Lehrer auch erstmal einschätzen, ob du überhaupt dazwischen gehen kannst. Weil wenn so ein Kind im Ding drin ist, sich jetzt zu kloppen, manchmal kann man nicht dazwischen gehen. Dann
verletzt du dich selber. Und dann, also so kacke wie das klingt, dann sind das halt zwei Kinder, die sich kloppen. Und dann kloppen die sich jetzt. Also nicht, wenn irgendwie muss man aber reagieren. Ja, also reagieren. Also, noch weiterreden ist jetzt keine Option, finde ich. Ich weiß jetzt, was du meinst, auf jeden Fall. Ich verstehe auch, wenn es, der konnte sich halt nur null wehren. Es hätte ja schon gelangt, wenn die irgendwie erstmal. Also genau, man lernt als Lehrer prinzipiell, geh nie in eine Prügelei dazwischen. Also zumindest nicht physically, sondern versuch die aus diesem Tunnel rauszubekommen. Oh, 100%. Yes. Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass du als Pädagoge immer mit einem Fuß im Knast stehst. Du musst wirklich aufpassen, wie du Kinder handelst. Du musst ganz, ganz darauf aufpassen, weil du weißt nie, wie benutzen wir den Term Helikoptereltern. sehr die durchdrehen. Du musst sehr aufpassen, das ist Fakt. Ich denke, dass sich jeder Pädagoge bewusst, was er da tut, wie er seine Professionalität halten kann. Aber ich verstehe Lenas Point, aber außerdem muss man sagen, die Lehrer können auch nicht nichts machen. Die müssen das aufnehmen, die müssen das beobachten, zur Not die Polizei verstehen. Das kann ja ausarten, das ist ja nochmal das Ding. Und wenigstens was dazu sagen. Leute. Nee, ich hab auch verstanden, worauf Lena hinaus wollte. Ja, klar. Aber emphasizen. Ich wollte nochmal etwas soll gemacht werden, nur nicht. Diese harte Realität, wenn man irgendwas mit Pädagogik macht, diese harte Realität zu lernen, dass man als Pädagoge mit dem halben mit dem Fuß immer halb, prinzipiell immer halb im Knast steht. Allein, dass so jeder diese Aussagen kennt, sollte eigentlich schon ein erschreckendes Beispiel sein. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein von der Grundschule, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Da hatten die auch so besondere Inklusions. Es war keine Klasse, die Schüler waren auf so Klassen verteilt, aber die hatten so 2 Stunden am Tag, wo die alle zusammen Unterricht hatten und wo man dann, die Schule hatte auch ganz, ganz viele FSJler. Das war so das Ding, dass ganz viele Kinder einfach eine persönliche Betreuung hatten. Ist halt eine Schule, aber muss man auch denken, ist halt eine Schule mitten in Hamburg. Da ist es halt auch einfacher, so viele Jugendliche fürs FSJ zu finden, als wenn es irgendwo eine Schule im Kaff ist. Und da war ein Junge mit Autismus, auch ein super süßes Kind, aber wenn der irgendwie ausgetickt ist oder so, da habe ich persönlich ganz schnell gelernt, dass man den nicht mehr, also die waren so, selbst wenn er jetzt irgendwie droht, vom Klettergerüst zu fallen und sich wehtun könnte, man als Aufsicht darf dieses Kind trotzdem nicht anfassen, weil wenn er dir selber wehtut, kriegt er die Schuld, obwohl es ja quasi nicht wirklich seine Schuld ist. Und das hat deutlich mehr Folgen für das Kind, als wenn er vom Klettergerüst fällt. Und das fand ich war so ein bisschen eine erschreckende Realität. Das halt. Ist halt auch wie das Rechtliche, ne? Ja, das halt besser ist, wenn sich das Kind wehtut, als wenn das Kind dir ein bisschen wehtut. Wenn es dir irgendwie aus Versehen gegen Schienbein tritt oder so, wenn dabei bist zu retten. Das fand ich ein bisschen krass, dass da halt so doll der Wert drauf gelegt wird, dass das. Keine Ahnung. Hat man da als Lehrer oder Pädagoge keine persönliche Mitsprache, wie auf sowas reagiert wird? Also, ich war ja nur als Praktikantin da, aber die Lehrerin, also die hat auch Sonderpädagogik studiert, glaube ich. Halt für Lehramt dann. Und die hat das gesagt. Also da darf man wirklich nichts machen. Rein rechtlich gesehen. Mhm. Ja, diese Sekunden. Dann haben wir echt eine ganze Handvoll Meinungen gehört. Aus allen möglichen Ecken. Freut mich total, dass ihr dazu gekommen seid und dafür Zeit einräumen konntet. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch einfach mal sagen, wenn ihr nicht nochmal irgendwas last minute einwerfen wollt, würde ich jetzt sagen, kommen wir zum Schluss. Irgendwer noch? Hebt die Hand. Cool, dass zwei Leute keine Cam haben. An der Stelle danke noch für unseren Video. Wäre aber schön. Ich würde das annehmen, G-Fuel. Ja, danke schön. Nein, perfekt. Kurs geht raus.
Danke. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen an alle Leute, die das hier sehen. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend, wie auch immer. Und ja, dann. Ciao, bye bye. Okay, bye.